Liebe Leute, hier ist euer Dragner. Herzlich willkommen zurück zu Tortuga, a Pirate's Tale. Wir werden angegriffen von Piraten. Wir werden sie erstmal versuchen einzuschüchtern. Du hebt die Humpen auf ihren Käpt'n. Okay, hat und funktioniert. Sie greifen uns an und sind dann selber eingeschüchtert. Das finde ich natürlich super. Wir sind auf der Suche nach Kanonen. Ah, hier, Cat Island. Okay, nein, falsch braucht man nicht. Wir sind auf der Suche nach Kanonen. Ich weiß nicht, ob hier noch irgendwo eine Stadt mit Kanonen ist. Der Holländer fährt hier rüber. Wir verfolgen ihn mal. Vielleicht ist hier... Also irgendwo hier müsste noch eine Stadt sein. Also es gibt, glaube ich, sogar noch zwei oder drei Städte. Wie gesagt, ich weiß allerdings nicht, ob es hier noch einen Kanonenhändler gibt. Hier haben wir einen Segelhändler. Da könnten wir trotzdem mal ganz kurz reingucken. Ein wunderschönes Städtchen. Wäre ja schade, wenn das hier jemand überfallen würde. Scharfschützennest. Während des Endergefechts kann ein gut platzierter Schuss die Entscheidung bringen. Also erstmal, Gewichtskapazität überschritten ist okay. Unterstützungsslots fehlt voll. Es fehlt einer. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich haben wir hier noch einen. Das nehmen wir mal raus, den Enterhaken. Weil wir haben ja unsere Fähigkeit. Ich hätte das gerne. Zwei. Okay, das hätte ich gerne. Dann haben wir unseren anderen Schiffe. Anboy. Können wir... Du bist eigentlich auch schon voll. Wir werden hier nichts machen können wahrscheinlich. Erlittener Bewegungsschaden wird um 2 reduziert. Geschwindigkeit 1,7. Kritische Treffer. Komm, wir machen mal... Eventuell müssen wir es wieder verkaufen. Wegen den Kanonen bin ich mir nicht sicher, ob da noch was geht. Gewichtskapazität, normaler Schaden verursacht und der maximalen Rumpf. Können wir eigentlich auch raustun, die Wasserpumpe. Dann können wir Segel reintun für mehr Bewegung. Und hier könnten wir aber eigentlich... Moment. Wir können hier diesen Enterhaken raustun. Weil den brauchen wir definitiv nicht auf diesem Schiff. Und dann können wir auch so das Segel reinsetzen. Wir können sogar beide Segel reinsetzen. Okay, komm, wir machen es mal so. Wir nehmen das andere Ding trotzdem weg. Das Ruder kriege ich jetzt nicht mehr rein. Aber ist okay. Ist okay. So, ablegen. Wir gehen direkt weiter. Kanonen wären immer noch wünschenswert. Hier hinten steht auch schon wieder ein Pirat. Ja. Plötzlich, ab und zu hat der so kleine Riffe oder irgendwas drinnen. Wenn man da dagegen fährt, Bewegung sofort komplett weg. Nervig. Sehr, sehr nervig, aber ist okay. Was haben wir denn jetzt eigentlich an? 5300 haben wir, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Mal bei der nächsten, beim nächsten Konvoi mal nochmal hinschauen. 5,3 haben wir jetzt. Okay. Und ich Volldepp hätte gleich nochmal ein Linienschiff aufrüsten sollen. Warte mal, haben wir nicht... Irgendwo hier muss nochmal Kanone sein. Wahrscheinlich auch von den Engländern vielleicht. Turk Island ist nichts. So, also wir wollten zu den Franzosen und wir fahren immer weiter weg von den Franzosen. So schaut's aus. Aber die Kanonen sind jetzt gerade ein bisschen wichtiger. Die Kanonen sind ein bisschen... Weil wenn wir jetzt schon hier sind, eigentlich... Sollte ich umdrehen. Weil wir müssen ja sowieso... Santiago, englische Konvois und Puerto Padre.
Na komm, die Insel hier fahren wir noch ab. Hier muss auch irgendeine Stadt liegen. Vielleicht ist es ja rein zufällig die Kanonenstadt, weil wir haben von den Engländern ja einige Inseln entdeckt oder einige Städte entdeckt, allerdings eben keine mit der Kanonenaufwertung. Vielleicht haben wir ja das Glück und die ist zufällig auf der Insel. Ansonsten fahren wir untenrum bei den Engländern vorbei. Eigentlich will ich gerade nicht großartig kämpfen. Also wenn uns ein paar schlechte englische Konvois über den Weg laufen, würde ich die gerne angreifen. Wir müssen ja auch englische Konvois kaputt machen. Hier zum Beispiel 6 Schiffe, A28. Das ist zum Beispiel richtig schlecht. Hier haben wir 5A49. Ja. Falsche... hallo? Das war jetzt leider die falsche Stadt. Wir haben hier Kanonen. Wir haben hier unten Kanonen. Oder, nee, oder hier. Irgendwo hier müssten nochmal spanische Kanonen sein. Die englischen Kanonen fehlen. Die englischen Kanonen fehlen. Bei der ganzen Fracht, die sie geladen haben. So. Verdient euch euren Anteil. Alter, das sind solche Popelschiffe. Zeigen wir denen, wie halb so schwach wie mir. Wir haben gerade mal 50% Chance auf eine Flucht. Einzige, was mich halt ärgert, weil wir halt jetzt mit diesen Schimmelkanonen-Mischmasch hier kämpfen. Und jetzt steht die natürlich zwischen uns drinnen. Ah. Ja. Ist jetzt kacke für uns. Aber gut. Es sind halt trotzdem nur Schimmelschiffe. Deswegen... werden wir das schon schaukeln. Deswegen werden wir das schon irgendwie schaukeln. Unseren Schiffen sollte ja nicht so viel passieren. Der zeigt mir doch sogar an, dass das in Reichweite ist. Wahrscheinlich der Felsen dazwischen, aber wieso zeigt er mir denn an, dass ich auf den schießen kann, wenn ich es eben nicht kann? Also manchmal... ja, probier mal's. Probier mal's. Hat sogar funktioniert. Hat sogar funktioniert. So schnell wirst du mich nicht los. Machen wir mal so. Ich würde gerne auf das hier schießen. Ah, auf das kann ich jetzt wieder nicht. Ah. Zeigen wir denen, wie es richtig geht. Mal hier. Können wir einmal in beide Richtungen schießen. Einmal links, einmal rechts. Männer, habt ihr eure Wetten platziert? Dann kann's ja losgehen! Also ihr seht schon, ich drücke hier relativ schnell durch. Ich will den Kampf möglichst schnell beenden. Das ist jetzt für mich hier nur pro forma. Komme ich auf den Hintermann drauf? Nein, auch schon wieder nicht. Also manchmal geht's nicht. Liegt wahrscheinlich an der Kanonenart, die wir haben. Nehme ich mal an. So, dann hier drauf nochmal. Okay, auch nichts geworden. Aber man sieht ja, mit unserer Rüstung hier passiert gar nichts, deswegen... können wir da auch eigentlich entspannt sein. Okay, fahren wir mal hier hin.
drauf. Ach, 9 Schaden, ey. Also, alter, 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 alter. Okay, hier kann man einmal versenken. Ich denke, wir haben ihnen einen Gefallen getan. So, und jetzt hier Nahkampf, komm. Dann kann's ja losgehen. Probier mal so. Müsste man beide reinkommen eigentlich. Nein, warum nicht? Weil die andere Seite nicht geladen ist. Dann, sobald er sich aber bewegt, sollten wir ihn wegmoschen. Vorausgesetzt, wir treffen ihn. Okay. Getroffen haben wir ihn, aber nicht halt versenkt. Dann fahren wir hier hin. Rein in die, in den Rumpf. Okay, Schritt 1. Oh, da treffen wir uns jetzt selber auch. Ist egal. Nein, haben wir nicht mal. Wir haben schön zwischen uns durchgeschossen. Ist okay. Also ist besser. Dann treffen wir uns jetzt garantiert. Aber die Kanonen sind nicht nachgeladen. Haben wir es jetzt natürlich dem Gegner schön vorgelegt, aber es spielt eigentlich gar keine Rolle. Ich glaube, ich habe jetzt gerade ein Schiff übersprungen. Kann das sein? Dahin. Rein da. Rein da. Und hier nochmal hin. Rein da. Jetzt. Okay, Engländer weg. Wieder ein Engländer weniger. Wir sollten anfangen, Shanties über unsere Siege zu schreiben. Ich habe jetzt tatsächlich eher gedacht, dass die abhauen vor uns. Aber war nicht so. Was ist denn eigentlich unser Kapervertrag? Aufteilen, Seeschlachten. Okay, wir müssen aber auch entern. Darf ich nicht vergessen. Okay, hier scheint kein weiterer Hafen zu sein. Ja, blöd. Haben wir jetzt einen riesen Umweg für nichts gemacht. Also, nächstes Ziel ist dann Port Royal. Dann frage ich mich, wo die englischen Kanonen sind. Hier hinten vielleicht, Bahamas oder so. Wer weiß, wer weiß. Okay, riesen Umweg gemacht. Was habe ich in der letzten Folge gesagt? In der Folge werden wir auf die Franzosen losgehen. Verarscht. Eieieiei. Ja, aber es gibt so viel zu tun in dem Schiff oder in dem Spiel. Und ich will halt die Schiffe einfach aufrüsten. Ich habe da einfach Bock drauf. Und man soll ja Spiele auch so spielen, wie man Bock hat. Also so von dem her passt es schon. Ja. Irgendwas Spezielles, weil das so eine komische Flagge auch hat. Weiß nicht. Komm, wir fahren jetzt Port Royal. Punkt. Ich drehe sogar schneller, ausnahmsweise mal Spielgeschwindigkeit. Schaut mal auf, mal 2,5. Geht auch. Bin ich eigentlich gar nicht so der Freund von. Hier ist ein Piratenversteck immer noch. Bin ich eigentlich gar nicht so der Fan von. Aber in dem Fall, glaube ich, ist es ganz gut. So, Port Royal. Wir sollen ja hier auch mit dem Gouverneur, glaube ich, reden. So, Hafenmeister. Spezialitäten sind köstlich. Wir wollen zum... Das ist unser Fernkampf. Standardkanone 42 Pfünder. Wir wollen Backbord Deck 2. 42 Pfünder. Das ist jetzt ein bisschen doof gerade. Jetzt müssen wir mal schauen. Okay, dann machen wir es jetzt erstmal so. 42 Pfünder drauf. Gute Arbeit. Jetzt können wir noch größere Fische jagen.
So, Endboy. Hier haben wir 42 Pfünder. Das wollen wir auf gar keinen Fall. Hier wollen wir... Kanonade. 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 Nein! Hauen wir das Segel wieder weg. Okay, viermal Kanonade. Und das gleiche will ich jetzt hier. Da braucht man nur, das braucht man nur bei den Steuerborddecks. Kanonade. Genau, und hier haben wir auch schon gesagt, hier werden wir eventuell was machen müssen. Also hier bin ich der Meinung, wahrscheinlich könnte man das Segel drinnen lassen, aber das sind, halt Moment, hier können wir das, den Laderaum wegmachen. So, jetzt haben wir Feuerkraft. Jetzt haben wir richtig Feuerkraft. Halt, wir wollten doch zum Gouverneur. Dachte ich mir zumindest, dass wir dahin wollten. Santiago und Puerto Padre. Okay. Santiago und Puerto Padre. Nach Santiago fahren wir gleich, würde ich sagen. So, wir fahren jetzt tatsächlich hohe Geschwindigkeit. Damit wir auch mal jetzt wirklich ein bisschen noch vorwärts kommen in dem Let's Play. Ich will mich nicht komplett auf die Kampagne jetzt versteifen. Das ist auch nicht der richtige Weg. So, Gouverneur. Hier riecht es ja schlimmer als auf dem Fischmarkt. Vizegraf sind wir übrigens, by the way. Ich hoffe, die behalten genau im Auge, wer hier die Drecksarbeit erledigt. Freibeuter. Konvois von Frankreich. Ja, mach mal. 5 beliebige Konvois von Frankreich. So, das machen wir jetzt gleich noch. Wir fahren jetzt hier noch rum über Puerto Padre. Seht ihr das? Immer so ein Zack. Hier das Piratenversteck sollen wir übrigens erobern. Habe ich jetzt aber gerade tatsächlich gar keinen Bock drauf. Ich will jetzt rüber zu den Franzosen und im Idealfall endlich den nächsten Kapitän mal holen. Das ist jetzt das Ziel, was ich habe. So, hier sollen wir nochmal anlegen. Boah, hier riecht es ja schlimmer als auf dem Fischmarkt. Also am Ruf haben die eindeutig auch was geändert, weil man sieht, jetzt sind wir plötzlich Dominic Ortega. Ja komm, wir nehmen die Quest einfach mal an dabei. Jetzt sind wir schon Graf, also Stufe 3. Wir könnten jetzt eigentlich schon anfangen mit den nächsten Aufwertungen wahrscheinlich. Aber nein, jetzt geht es erstmal Richtung Frankreich. Also diese Stops manchmal, das nervt ein bisschen. Jetzt geht es erstmal Richtung Frankreich. Wir brauchen insgesamt 10 französische Konvois. 5 haben wir hier. Die Frage ist, wir hatten davor wahrscheinlich auch schon welche irgendwann mal erledigt. Da ist zum Beispiel einer, aber der fährt mir weg. Habe ich jetzt keinen Bock, dass ich da hinterher fahre. Wir machen... Militärkonvoi. Zack. Wir versuchen es über einschüchtern. Wir müssen die Konvois ja nicht wirklich. Da kommt ein Pirat. 6 Schiffe, A4-8. Okay, wenn wir dran vorbeikommen, fahren wir dran vorbei. Tun wir nicht. Dann einschüchtern ging nicht. Dann probieren wir unsere neuen Kanonen aus. Ist doch auch in Ordnung, oder? So. Erstmal langsam. Nur du fährst weg. Du bist. Nein, das war das falsche Schiff. Ich habe den Fernkämpfer jetzt vorne stehen lassen, den Nahkämpfer weggefahren. Das war ein bisschen dumm. Okay, alle auf ihn hier drauf. Und hat schon direkt Rumpfschaden. Eieieiei, okay. Hier fahren wir rein. Einmal links.
einmal rechts. Nein, rechts aus irgendeinem Grund nicht. Dann machen wir es per Beobachtung. Ja, wir fahren hier mal weg und schießen rein da. Nächstes Schiff versenkt. So. Nahkämpfer. Rein da. Auf den Hintermann. Dann nehmen wir den vorderen nebenbei mit. Sehr gut. Und wir provozieren mal alles. Ja. So. Sehr gut. Volle Kraft Richtung Rumpf. Okay, also auf den haben sie es abgesehen. Auf den haben sie es abgesehen, aber okay. Wer ist dran? Wer ist dran? Du bist dran. Zack, 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 zack. Dann fahren wir hier hin und wir schießen auf dich. Genau, wir hoffen, dass wir beide mitnehmen. Die haben es nicht anders gemacht. Leider nicht. Leider nicht. Dann ist unser Fernkämpfer dran. Hier gehen wir einfach mal kurz entern. Der Kerl zack. Gehört uns. Los, Männer, singt, dass die ganze und Welt dann kann. Machen wir es so und wir schießen auf den, auf das geänderte Schiff. Nehmen hoffentlich beide mit. Genau, sehr gut. So, jetzt die Frage, was darf der Gegner? Okay, noch gar nichts. Gehen auf die 90%. Ein weiteres Schiff fürs Regal. Und wir haben... wir haben direkt die Schlacht auch noch gewonnen. Sehr gut. Oh, das war heftig. 64 Rumpfschaden auf unser Linienschiff. Aber hat noch genügend. Hält noch genügend aus. Okay. Rauf auf den Pirat. Oh, der war... der war mies. Da ist ja quasi gar nichts passiert. Bewegung bringt uns tatsächlich überhaupt nichts. Können überhaupt gerade gar nichts machen. Okay, doch, wir fahren mal so hin. Einmal links Schiff versenken. Jetzt haben wir nur noch ein Schiff. Das provozieren wir mal. Schießen kann ich aus irgendeinem Grund nicht. Okay, also wir versuchen es einfach nur wegzuhalten von unserem angeschlagenen Schiff. Das ist alles. So, einmal rein da. 144 Schaden. So, andere Rüstung auch noch runter. 102 Schaden. Also jetzt merkt man das neue Kanonendeck. So, rein da in den Rumpf und direkt versenkt. Okay, ein Linienschiff haben wir schon wieder erobert. Wir sind vollgestopft langsam mit Linienschiffen. Und sowas nennt sich heutzutage Seemann. Schönes neues Schiff. Jetzt müssen wir nur noch den Crew wollen wir nicht. Da haben wir auch schon wieder einen Piratenstützpunkt. Aber ich muss jetzt mal ganz kurz hier nach Tampa. Wir müssen mal ganz kurz reparieren. Mal ganz kurz bitte reparieren. Solange der Rum schmeckt, kein Problem. Und ein paar neue Leute. So Leute, heute ein bisschen kürzere Folge, 24 Minuten, aber das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Servus.